Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Star Ocean The Last Hope. Wir sind in der letzten Folge einmal quer durch Rogue gelaufen, zumindest anteilig. Haben viel gekämpft, haben viele neue Gegner gesehen und sind jetzt endlich im wohlverdienten Inn gelandet, hier mitten in Tatroy, wo wir uns in dieser Folge auch umschauen werden, denn das habe ich beim letzten Mal aus zeitlichen Gründen nicht mehr getan und ich glaube, dass wir hier ein gutes Weilchen beschäftigt sein werden. Und ja, ich habe jetzt wieder ein paar Tage nicht mehr aufgenommen und es hat sich jetzt ab dieser Folge auch aus technischer Sicht etwas verändert, aber dazu sage ich was, wenn wir ein bisschen Zeit haben. Catherine, berühmte Wirtin, sagt sie. Hey, ich bin Catherine. Ich achte hier darauf, dass nicht alles im Bach hinuntergeht. Nenn mich ruhig Cathy, Süßer. Pro Nacht nehmen wir 160 voll. Interessiert? Nee. Nee. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob wir überhaupt Übernachtungen oder sowas gebrauchen könnten. Wir machen das mal. Wollen wir mal nicht so geizig sein? Bin mir ziemlich sicher, dass wir hier bei dem ein oder anderen Händler das Geld gut gebrauchen können. Aber egal. Weil wenn uns jetzt irgendein Kampf überraschen sollte, und ich hoffe, das wird nicht passieren, denn ich habe die Bonustafel nicht befüllt, dann könnte das interessant werden. Interessant im Sinne von für mich doof, für euch vielleicht witzig, aber ja, mal gucken. Ja, wobei, ist jetzt nicht so das Drama. Nein! Wenn ich keine Bonustafel voll habe und so. So, warte mal, ich weiß nicht, haben wir jetzt hier Dialoge? Nee, okay, dann lass mich mal kurz umreißen, was es mit dieser technischen Neuerung auf sich hat. Also so neu ist das gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr den Unterschied seht, aber ich habe vor ein paar Tagen, als ich Kingdoms of Amalur aufgenommen habe, das schon gesagt, ich habe meine alte Elgato Game Capture HD ausgetauscht durch die Game Capture HD 60, also quasi die Erweiterung davon, die einfach mit besserer Framerate, FPS, wie auch immer, die Videos aufzeichnen kann. Und ich sehe sowas ja immer nicht so, aber ich bilde mir immer, wenn neue Technik ins Spiel kommt, ein, dass es besser aussieht so. Keine Ahnung. Vielleicht könnt ihr das besser beurteilen als ich. Auf jeden Fall freue ich mich voll, dass das alles so geklappt hat, weil ich dafür noch so einen ollen HDMI-Splitter besorgen musste. Denn diese Game Capture HD 60, die ist gar nicht kompatibel mit der PS3, deswegen ja, war das mit einigen Umwegen verbunden. Ja, und unsere Ankunft hier ist auch sehr interessant gewesen. Ich fange erst mal hier an, wo wir das Ganze betreten haben. Wir haben nämlich zum einen gesehen, dass irgend so eine komischen Sektenanhänger hier irgendwie den Ort betreten haben, über die wir bisher nichts Näheres erfahren konnten. Und Raimi scheint es irgendwie nicht so gut zu gehen. Sie hat, seit wir hier in Rogue sind, irgendwie mit ihrem Bein, mit ihrer Wade oder so zu kämpfen. Tiefschlafender alter Mann. Ja, ich kann auf Knopfdruck immer schlecht Schlaf imitieren. Den können wir mal beklauen. Fühlt sich irgendwie gar nicht schäbig an oder so. Aber er hat ein super Aphrodisiakum bei sich. Haben wir, glaube ich, bisher auch noch nicht gefunden. Nicht schlecht. So, wer bist du? Geschäftstüchtiger Ladenbesitzer. Hier gibt es alles, was ihr braucht. Das Einzige, was ich nicht verkaufe, ist Zeit. Schaut euch um, schaut euch nur um. Ihr habt nichts zu verlieren, außer Zeit. Okay, so, erstmal gucken wir uns die Aufträge an. Hey, Weihwasser haben wir sogar komplett. Was will er noch? Kürbisgebräu, Seide und Kaschmir. Oha. Okay, das erfüllen wir mal sofort. Jawohl. Sehr schön. Und den Rest nehmen wir natürlich an. Ich werde, wenn ich mit diesem Part durch bin, auch mal gucken, ob ich so eine kleine Liste anlege, damit das nicht so chaotisch läuft mit den Missionen, wie das zuletzt immer der Fall gewesen ist. Okay, ich werde hier erstmal noch nichts ausgeben, denn ich will erstmal die Waffenrüstungshändler abwarten, Prio 1 und so, und die Bücher. Also die Händler, die Bücher verticken, die sind auch immer ganz interessant. Gold! Na, guck mal an, was wir so für wertvolles Zeug klauen. Freundliche alte Dame, willkommen in Tatroy. Solche Kleidung habe ich hier noch nie gesehen. Woher kommt ihr? Das würde dich interessieren, wa? Genießt euren Aufenthalt, meine seltsam gekleideten Freunde. Ich glaube, das würde die uns sowieso nicht glauben, wenn wir ihr erzählen würden, woher wir kommen, was wir vor kurzem erlebt haben. Stichpunkt zerstörte Erde und so. Das will sie, glaube ich, alles gar nicht hören. So, warte mal, erstmal will ich mit ihmchen hier reden.
Was? Waffendaten, Wachenlanze. Wachenlanze oder Drachenlanze? Das war eine Wachenlanze, ne? Resoluter Wächter. Ich mag im Moment nur ein einfacher Wachmann sein, aber wenn ich das lange genug gemacht habe, wird man mich zum Ritter befördern. Okay, kann ich nicht beurteilen. Ich meine, wir kennen uns ja jetzt erst seit 5 Sekunden oder so, aber jetzt weißt du schon mal, dass ich ein Dieb bin. Obwohl, ne, wenn ich ein guter Dieb bin, weißt du es immer noch nicht. Ja, nein, es fühlt sich immer noch schäbig an. Ich rät's mir immer nur ganz gerne schön. Werkzeug und mehr. Ich finde das hier so schön. Ich finde Tatoy ist eh eine total geile Stadt. Hier gibt's irgendwie, übrigens, wollte ich eigentlich sagen, ein sehr interessantes Spielelement noch. Ich glaube, das kann ich euch jetzt hier aber zu dem Zeitpunkt noch nicht präsentieren. Also hier in Tatoy meine ich. Aufmerksamer Ältester. Ach, das ist ein Mann? Ich schwören können, dass das eine Frau ist. Ihr seid neu hier, nicht wahr? Ich vermute, ihr möchtet Heilungsgegenstände kaufen. Auch. Kommt so ein bisschen auf den Preis an. Eiche? Eiche haben wir das ein oder andere Mal mit Raimi immer schon abgefarmt, ne? Verstummungsschutzamulett. Haben wir das nicht sogar? Hat das nicht gerade jemand angelegt? Silberamulett, okay. Ja, kannst du gleich haben. Was? Achso, ich muss... Hä? Ich kann mir aussuchen, wie viele ich ihm geben will, oder was? Ja, nimm ruhig. Sehr schön. Und Feuertalisman. Mhm. Okay. Verstummungsschutz und Feuertalisman. Ich muss gleich mal gucken. Warte mal, bevor ich mir jetzt das Sortiment hier anschaue, will ich gleich mal nachschauen. Gegenstände ausrüsten. Dämonen, Lähmungs, Betäubungs, Betäubungs. Wir haben echt noch keinen Verstummungsschutzgedöns? Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir das bei Welsh schon herstellen können. Wie gesagt, spätere Notizen und so. Ihr seid neu hier, nicht wahr? Ich vermute... Achso, das hat er schon mal gesagt, war. Ja, Kurzzeitgedächtnis, ahoi. Jo, was heißt hier denn Schönes? Oh, ganz viel Zeug. Womit wir viel bei Welsh reißen könnten. Aber ich glaube, dieses ganze Farbenzeug hier ist primär für diese Symbolkarten gedacht und ja, damit habe ich ja nicht so viel am Hut, ne? Habe ich auch nicht vor, alles bei ihr herzustellen. Aber irgendwann, wenn wir quasi in unserem Reichtum ersaufen, was wahrscheinlich nie passieren wird, aber egal, reden wir uns das mal schön, komme ich zurück und kaufe den Laden leer. Jawohl, so der Plan. Katzenfan. Ein nicht sehr redseliger Katzenfan, wie mir scheint. Wie sieht's bei dir aus? Sprechende Katze. What? Mein Dasein als Katze ist angenehm, glaub mir. Huch. Hallo, unhöflich? Warum seid ihr so überrascht? Ich gehöre zu den niederen Philoiden, wie alle anderen auch. Warum ich diese Form gewählt habe? Nun, weil so alles etwas einfacher ist. Aha. Ich liebe diesen Körper, er hat einfach alles. Ich bin leicht und wendig, bekomme täglich ordentlich zu essen und die Leute finden mich süß. Okay. Wenngleich ich in letzter Zeit das verrückte Gefühl habe, ständig beobachtet zu werden. Ja. Also bist du eigentlich gar keine Katze oder was? Gerade keine Ahnung, was ich davon halten soll. Hauptsache erstmal Kinder beklauen, macht sich bestimmt gut. Vor allen Dingen, wenn die Wache mal dahinter kommt. Aber irgendwie scheint das Mädchen nicht mit uns reden zu wollen. Oh. What was that? It sounded like someone said, ah! Was it a scream? For a scream, I'd say it lacked a sense of urgency. Oh, dear. Oh, dear. Please, stop. Somebody save me. I've verified that the source of the voice is located up ahead. I'm detecting a number of life signs in its vicinity. I knew it was a scream, meow! Edge! Regardless of the situation, we can't ignore a cry for help. But I... Somebody! Please! Unhand that woman! What cowards!
damn it all! Supposed to be doing this, but damn it! Get out of here. I'm telling you to get lost! Just go! Are you sure it was best to let them go? Should we not have at least turned them over to the authorities on this planet? What the hell am I doing? No contact. No interference. That's what I swore. Edge, if someone asks for help, you help. That's just the way you are, Kay? So, why do you look like you want to cry, Edgy? You haven't done anything bad. You know, if only Edge could think as simply as you, Limmel. Are you making fun of me? Oh dear! Whatever am I doing? Me and my manners. I haven't even thanked you for rescuing me yet. My name is Sarah Durand. I appreciate your help. They moved. Those are real wings. Oh, chicken. So yummy. No, no, no. I can assure you, I'm not chicken, nor am I yummy. I see. So you're all on a journey together. Well, I must say, I'm so fortunate you came to my aid. Please, just stop. Pardon? I didn't have any intention of saving you. I didn't mean to get involved. But the end result is that I was rescued, right? I really, truly must give you my thanks. Oh? Is there something on my face? My. I've just remembered. You remembered? What did you remember? Yes. Raimi and Edge, did you say? I was just thinking that I'd seen your faces somewhere before. Then I remembered. It was at the Purgatorium. Well now. This sounds interesting indeed. Yes. The Purgatorium is located in the northwest of this continent. It's the most historic structure there is. Oh my! Are you a giant? What a large man you are! Blast! Good heavens! The giant suddenly disappeared. You're a little slow on the uptake. Both of you. So, what did you mean when you said you've seen us before? The stone statues in the Purgatorium. They're statues of the Mu'a, you see. But they look very much like you. Mu'a? Some say the Mu'a are our ancestors. But now they're like ghosts. Nobody even knows if they exist anymore. You can't tell the history of this land without mentioning the Mu'a. There's even an entire continent named after them. Mu'a. Ah, yes, I remember now. I believe it was the Cardinon who referred to Edge and Raimi as descendants of the Mu'a. Yeah. If the Mu'a and Earthlings are somehow connected, do you think Roke might be involved as well? I see. Yes, that would seem to be a possibility.
If that is the case, we may be able to get closer to the origins of both Earth and Roke. Yes. Just thinking about it gets the blood racing. Baze, you kinda look like Edgy right now. How about it? I think it'd be worth our while to investigate this purgatorium. Edge? Raimi? Yes, you're right. I suppose I'll have to face it eventually. So, are you all planning to go to the Purgatorium? If so, I'd like to accompany you on your journey. You rescued me. Won't you let me repay you by acting as your guide? Oh? Are you gonna come with us, Sari? Yay! If the chicken, I mean Sarah, is coming, then count me in too! Oh my! Lim seems very nice, but Mary, you're a tad scary. Well, how about it? It sure would be helpful to have a local to guide us. Yes, that's definitely true. Forget it! We can't travel with anyone from this planet. Absolutely not! Right now, I may not be in command, but that is one thing I will not allow! Edge. We don't intend to have any more contact with you people. So, if you're done here, please, just go away. Edge, don't you think you're being too hard on her? Whatever our initial reasons, it is we who made first contact. And Sarah is clearly motivated only by kindness. No, no, don't concern yourself with me. But please, do allow me to be a busybody about one thing. If you don't ride a bunny, there's no way you can get to the Purgatorium. A bunny? Are you serious? Some nomads are camping outside the town right now. Why don't you go see them about the bunnies? Maybe they can help you. Very well. Take care of yourselves. Let's go. Sagt mal, erinnert ihr euch noch an die Zelte vor der Stadt, ob die wohl den Nomaden gehören, die Sarah erwähnt hat? Ja, schon möglich. Schauen wir sie uns noch einmal an. Ja, Edge immer noch schweigsam wie eh und je. Ja, der Typ, der zieht gerade so ein bisschen die Moral und auch die Laune in der ganzen Gruppe runter. Deswegen ärgert er mich gerade so ein bisschen, zumal Sarah ja extrem nett zu uns gewesen ist. Da sind auf jeden Fall jetzt, ja, keine Ahnung, was das da mit dem Verbindungsfehler oben rechts auf sich hat. Wir haben auf jeden Fall mehrere Themen hier gehabt, was mich ein bisschen überrascht. Und auch damals überrascht hat, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ist, dass wir im Grunde genommen, es sei denn, ich habe jetzt gerade ganz falsch hingehört, gar nichts erfahren haben, warum Sarah jetzt eigentlich von diesen Leuten da mitgenommen wurde und was es überhaupt damit auf sich hat. Und interessant fand ich jetzt hier auch, dass nach langer Zeit mal wieder das Thema der Mua aufgegriffen wurde, weil das ist schon ewig her. Das war, glaube ich, in der Folge, wo wir Bacchus kennengelernt haben. Guck mal, Vögelchen. Ja, das sollen irgendwie... War das nicht das? Nee, wir brauchen das Verstummungsschutzamulett, war das doch, ne? Nicht das Verfluchungsding. Ja, auf jeden Fall erhoffe ich mir da jetzt logischerweise ein paar neue zusätzliche Informationen, denn Sarah hatte ja gesagt, dass wir im Purgatorium, deswegen hatte sie uns ja auch erkannt, also wenn ich jetzt von Edge und Raimi spreche, dort in Form von Statuen irgendwie abgebildet sein sollen, was schon ein bisschen verstörend wirken muss. Und so ähnlich hat Raimi auch reagiert. Sie hat generell ein bisschen komisch reagiert, als es auf das Thema Mua zu sprechen kam. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfunden habt. Aber ja, wir gucken mal. Aber Miracle und Sarah sind auch die geilsten, oder?
Wie Miracle sie direkt mit einem Hühnchen assoziiert hat, ey, einfach zu herrlich. So, aber wir haben sie jetzt nicht in unserer Truppe, ne? Sie hat uns jetzt ja nur den Tipp gegeben, dass wir, genau, dass wir erstmal so einen Hoppler brauchen, um überhaupt hier irgendwas reißen zu können. Sie hier sagt immer noch nichts, das heißt, wir können weiter in den Norden. Alter Obstfan. Es ist so heiß. Bei dieser Hitze kriege ich so einen Durst. Okay, kann ich hier irgendwas bringen? Wenn du mich damit Kapi und Geld entlohnst, bin ich voll dabei. Er will mir nichts geben, also hole ich mir, was ich haben will. Ha, so einfach kann es gehen, wenn man kriminell ist, ne? Vom Pech verfolgt der alte Frau. Mein dummer Sohn hat sich zum Kolosseum verzogen, ohne mir die Preise für die Dinge hier zu nennen. Was wollt ihr? Tut mir leid, aber ich habe nicht geöffnet. Ich habe hier noch keine einzige Ware ausgezeichnet. Tja. Ach, was ist ihm bloß wichtiger? Seine Eltern oder seine dummen Träume? Ja, wahrscheinlich beides. Kann auch beides funktionieren. Habt ihr euch denn immer um seine Träume bemüht und euch das mal angehört und seine Träume auch ernst genommen? Daran scheitert das ja oftmals immer so zwischen Eltern und pubertierenden Kindern, auch wenn ich mich da jetzt nicht so neunmal klug einmischen möchte, aber wäre so meine erste Vermutung. Dubioser Puppenmacher. Oh, Anessa, wo bist du nur hin? Anessa? Okay. Die deuten hier irgendwie immer so komische Dinge an, aber koppeln das an keine Aufgaben. Potenziell nachlässiger Wächter. Außenbezirke, in Ordnung. Straßen und Wege, in Ordnung. Wetter, in Ordnung. Ah, das Wetter kannst du auch beeinflussen, sehr cool. So, Resistenztrank, jawohl. Vielleicht kriegen wir ja sogar irgendwas geklaut, was wir am Ende sogar für irgendeine Mission oder so gebrauchen könnten. Das wäre ganz cool. So, hier muss ich jetzt aufpassen, dass ich niemanden übersehe. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, in welcher Reihenfolge ich jetzt am ehesten laufen sollte. Impulsives Mädchen. Wow, einfach nur wow. Alles sieht so lecker aus. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Okay. Was gibt's denn hier? Achso, guck mal, hier können wir auch einkaufen, wenn ich das richtig sehe, ne? Aber erstmal machen wir das hier für ein bisschen Seide. Sehr schön. Haben wir nicht sogar eine Seidenmission? Ach, hier gibt's... Nee, was ist denn das? Ich dachte auf den ersten Blick, dass das Fisch wäre. Das soll, glaube ich, auch Fisch darstellen, kann das sein? Guck mal, die Saucy Miracle. Gut aufgelegtes Mädchen. Miau, Herrschaften, bei mir gibt's alles Mögliche zu essen. Ah ja, deswegen ist die Frau da so begeistert, die Kundin, die da steht. Oh, und viel können wir schon abgeben. Perfekt, das machen wir dann auch direkt. Reifbeeren, jawohl, kannst du alles haben. Nimm dir so viel du möchtest. Aromatischer Pilz, genau das gleiche. Und Körperstimulanz. Das können wir entweder jetzt oder später definitiv bei Welsh herstellen. So, okay. Gucken wir mal, was man hier kaufen kann. Wie verwunderlich. Aber ich hätte echt gedacht... Ach, guck mal, hier kann man die Pflaumen kaufen. Nachdem ich noch so lange gesucht hatte, das eine Mal. Wisst ihr noch? Das war noch auf Lemuris, glaube ich, gewesen. Okay, wow. Coole Sache. So, einmal noch beklauen, wo wir gerade schon so gut dabei sind. Ne, Schlangenhaut. Das ist mal interessant. Das besitzen wir, glaube ich, so auch noch nicht. Und wer bist du? Verdächtige Psychokinetikerin. Einen Moment, Reisende. Ihr seht besorgt aus. Hier, lasst mich die mal sehen. Hey, sie hat sich einfach meine Zersetzungsringe genommen. Ja, ich könnte sie für euch mit magischer Kraft versehen, wenn ihr wollt. Nun, wie wär's? Wirklich? Das könnt ihr? Natürlich kann ich das, mein Freund. Also, wie wär's? Was soll ich denn aufladen? Die Preise. Oh mein Gott. Nee. Sie hat mich enttäuscht angesehen. Ja, vielleicht kommen wir ja zurück. Aber ich will erstmal meine ursprüngliche Prio-Liste so ein bisschen ins Auge fassen und mich auch dran halten, so. So, altgedienter Wächter. Wenn man so lange wie ich jeden Tag in der Stadt auf Patrouille ist, fällt einem jede noch so kleine Veränderung auf. Aha. Gibt es denn jetzt hier gerade irgendwelche nennenswerten Veränderungen? Oder wollt ihr uns einfach nur dran teilhaben lassen, dass er in seinen Augen einen guten Job macht? Ich habe keine Ahnung. So, haben wir hier noch irgendwelche schönen Seitengassen? Ja, die haben wir allerdings, bringen die uns gerade nicht sonderlich viel.
gewissenhafter Aufseherin. Im Kolosseum finden gerade Wartungs- und Aufräumarbeiten für das nächste Turnier statt. Aha. Das Kolosseum meinte ich übrigens, als ich von einem interessanten Gameplay-Feature sprach. Oh, was? Türsteherschwert. So, Jarvis, heißblütiger Türsteher. Wundervoll, euch hier zu sehen. Dies ist der Ort, von dem jeder Krieger träumt. Ein Ort, an dem Krieger ihre Klingen kreuzen und ihren Kampfgeist beweisen. Schaut euch nur um. Können wir da denn schon rein? Muss gleich mal gucken, ich habe die andere auch noch nicht beklaut. Ja, wenn es mal klappen sollte, dann kann ich das auch gleich nachholen. Hallo? Ginseng. Aha, interessant, was die Leute teilweise so mit sich schleppen. So, hier kann ich wegen dem Efeu erstmal noch nicht ran. Und hier gibt es ansonsten nichts. Okay, gucken wir mal. Das Kolosseum ist aufgrund der Vorbereitung für das nächste Turnier geschlossen. All unsere Leute arbeiten hart daran, die Arena aufzuräumen. Okay. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, wird das aber nicht ewig so bleiben. Die Frage ist nur, wann wir da reinkommen. Und das weiß ich jetzt noch nicht so genau. So, okay, warte mal. Ich werde mal erstmal durch die Sackgasse gehen. Ich glaube, das andere, das war teilweise auch mit Eingängen jetzt noch verbunden, wo ich nicht so weiß, wo die uns hinführen. Das Entspannte ist ja gerade hier in Tatroy, keine Ahnung. Dass wir ja wissen, dass wir außerhalb jetzt höchstwahrscheinlich die Hauptstory auch weiter voranbringen. Deswegen kann ich eigentlich ganz entspannt sein. So, entspannter Wächter, ja, wo wir gerade von Entspannung sprechen, ne? Mann, ist das langweilig. Oh, Heda, diese Höhlen wimmeln nur so vor grausigen Monstern und sind daher im Moment gesperrt. Tut mir leid. Ich habe das hoch gerade weggedrückt. Entschuldigung. Schon wieder ein Erdbeben, Mann. Das hört in letzter Zeit überhaupt nicht mehr auf. Okay. Diese Höhle ist fürs Erste gesperrt. Aber genug davon. Wie wär's mit dem Turnier? Hm, es fängt bald an. Ja, das gerade aber auch gesperrt. Mann, ich kann es kaum abwarten. Wenn ich nur nicht diesen blöden Job hätte. Sieht hier wirklich ein bisschen langweilig aus. Vor allen Dingen hast du nicht mal Gesprächspartner oder so. Habt ihr echt so eine Angst, dass Leute hier irgendwie einbrechen könnten? Wobei, da geht es wahrscheinlich weniger um das Wohl der Leute, sondern eher darum, dass jemand diese Absperrung vielleicht entfernen könnte und, ja, weiß ich nicht, die ganzen Monster, die da drin hausen, hier irgendwie die ganze Stadt stürmen. Also, würde ich jetzt mal vermuten. So, warte mal, verwerfen. Einmal, zweimal. Jawollo, dann können wir hier nämlich das mitnehmen. Sehr schön. Oh, ich habe so einen Bammel vor den Preisen beim Rüstungshändler. Ich weiß aber auch... Achso, warte mal, erstmal... Okay, für die nächste Stadt machen wir das anders. Mir fällt nämlich gerade auf, dass ich so ein bisschen unkoordiniert bin. Zwillingsbücher. Denn da werde ich dann direkt zuerst zu dem Händler gehen, wo ich auch gewillt bin, mein ganzes Geld notfalls auszugeben. Was ist das? Gesucht Schreiber von Kenntnisbüchern. Keine Erfahrung nötig bei Interesse Geschäftsinhaber ansprechen. Keine Erfahrung nötig? Ich wäre ja misstrauisch, wenn der Autor tatsächlich keine Erfahrung hätte. Ja, kleine Miracle, ich nehme mich auch. Faszinierend, okay. Keine Ahnung, ob das irgendwie eine Relevanz für uns hat. Ich lasse das mal so stehen. So, Fez. Bruder. Wie? Oh, tut mir leid. Ich habe euch mit jemand anderem verwechselt. Um ehrlich zu sein, ist mein Bruder seit einer Ewigkeit nicht mehr nach Hause gekommen. Okay. Nicht, dass er vermisst wird oder so. Das passiert andauernd. Einmal wollte er nur spazieren gehen und ist dann erst 3 Monate später wieder heimgekommen. Das klingt nach weitaus mehr als einem Spaziergang. Wahrscheinlich ist er wieder irgendwo da draußen und starrt auf das Meer. Hört zu, Reisende. Könnt ihr meinem Bruder diese Notiz geben, falls ihr ihn treffen solltet? Klar, ganz einfach, Kay. Aha, Nachricht von Fez. So. Es riecht süß irgendwie. Oh, keine Sorge. Schon gut, das ist nichts. Danke nochmals. Oh, und willkommen im Geschäft. Ja. Ich frage mich gerade, ob wir an dem schon mal vorbeigelaufen sind. Schade, dass er uns den Namen nicht gesagt hat. Und Aufträge hat er auch keine. Aber Bücher. Nein. Was, vermittelt passive Kenntnisse in Entomologie, wodurch man häufiger Dinge findet, die Insektengegner verlieren. Haben wir das schon mal? Das ist doch von Raimi, oder?
Okay, das hier werde ich definitiv kaufen, weil das will ich haben. Wegen Vogelgegnern und so. Teuer, teuer, teuer. Ja, ist gar nicht so schlecht, aber ich will erstmal nur das eine definitiv kaufen. Und beim anderen, wie gesagt, gucke ich, was am Ende übrig bleibt. Aber das hier können wir erstmal ruhigen Gewissens auch verwenden. Für die kleine Miracle VIP. Sehr schön, dann hat sie das jetzt auch. Und das kann ich theoretisch auch gleich boosten, ne? Wenn ich denn noch KP über habe. Nicht allzu viele, aber die, die ich besitze, die möchte ich dann auch ganz gerne dafür verschwenden, in Anführungsstrichen. Ist ja keine Verschwendung, wenn ich davon überzeugt bin. So, dann gucken wir jetzt mal weiter. Und jetzt nähern wir uns den wirklich spannenden Läden. Gucken dann mal darauf basierend, also wenn das Geld jetzt ausreichen sollte, wo ich dann den Rest verpasse. Geld ausgeben macht echt so viel Spaß. Also, wie gesagt, das mache ich so im Real Life jetzt nicht so gewissenlos wie hier im Spiel, aber ja, irgendwie kann ich manchmal nicht anders. Aber es ist halt ja auch im pragmatischen Hintergrund. Liebeslied-Zubehör, was ist das denn für eine Bezeichnung für einen Laden? Das sieht so ein bisschen nach Accessoire-Laden aus, oder? Achtung, nicht zu verkaufen. Achtung, auch nicht zu verkaufen. Achtung, das will ich behalten. Nicht zu verkaufen. Okay. Ich frage mich, ob man hier überhaupt etwas erwerben kann. Berechtigte Frage, Bacchus. Berechtigte Frage. Vor allen Dingen, warum stellt sie das denn überhaupt aus? Und hat das dann nicht zu Hause, wenn sie das alles behalten will? Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Bacchus, ich bin vollkommen bei dir. Aber da sie mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet war, wird sie wahrscheinlich trotzdem eine Händlerin sein. Ich will nur gucken. Ja, okay, überall wird das Gleiche gesagt. Ach so, das ist gar keine Frau. Patente Handwerker. Willkommen. In diesem Geschäft findet ihr meine Lieblingsaccessoires. Alles handgefertigt. Nehmt euch so viel Zeit, wie ihr wollt und schaut euch um. Okay. Aufträge hat er. Nein, nichts davon haben wir, obwohl. Hengstring sagt mir irgendwie was. Haben wir so einen nicht? Guckt euch mal den Lohn an. Für Salamanderstein und für Schattenstein. Alter Verwalter. Okay, wir nehmen erstmal alles an. Logisch. So, das Räuberdingens hier. Ja. Immunität, voll bescheuert ausgesprochen. Immunität gegen Gefrieren. Verhindert Überraschungsangriffe. Das ist ja mal interessant. Also für jemand, der immer so vertrottelt in die Gegner reinrennt wie meiner einer, ist das vielleicht sogar eine Überlegung wert. Aber, wie gesagt, gekauft wird erst in solchen Läden, wenn ich denn beim Rüstungshändler war. Ach, jetzt weiß ich. Ja, okay, das Symbol ist eigentlich relativ deutlich zu erkennen. Okay, warte, warte, warte. Bevor ich jetzt in das eine Haus gehe, von dem ich nicht weiß, was uns da erwartet, gehen wir jetzt mal direkt zum... Nee, sind da zwei Händler drin? Sieht zumindest laut Legende danach aus. Rumi Lebensmittel. Na, lieber bei Rumi einkaufen als bei Rooney. So, Lümmel. Ich esse immer mein Gemüse und so, okay? Ich bin ein braves Mädchen. Man darf mit Essen nicht wählerisch sein, okay? Okay, okay. Ich hab's verstanden. Gut, dass wir von einem Kind zu solchen Themen belehrt werden. Aber ihr Opa hat ja auf jeden Fall die richtigen Werte mitgegeben, will ich meinen. Hä? Und hier führt nochmal ein Weg raus, oder was? Und hier geht's auch nochmal nach oben. Okay, irgendwie überblicke ich diesen Laden noch nicht so ganz. Warte mal, gibt's hier noch irgendwas an der Theke? Nö, sieht nicht so aus. Steht da ein Kind dahinter? Pepita, immer hilfsbereit. Willkommen, kann ich euch helfen? Hol dir mal erstmal einen Hocker. Du siehst doch gar nicht, wenn ich jetzt hier klauen würde. Und ich bin ein berühmt-berüchtigter Taschendieb, ja? So, hier können wir auf jeden Fall zwei Sachen wieder abgeben. Sehr praktisch. Essigschotentrank ist auch was, was wir bei Welsh herstellen können. Und der Cäsarsalat, wenn er noch nicht als Rezept zur Verfügung steht, dann kommt das definitiv auch noch. Und wer weiß, vielleicht hat sie sogar die entsprechenden Komponenten, die wir dafür benötigen. Könnte sein. Aber sie ist immer noch nicht die Händlerin, nach der ich eigentlich seit gefühlten 10 Stunden Ausschau halte. Eds Waffenladen. Das klingt nach dem Laden,
den ich jetzt eine Weile schon gesucht habe und endlich gefunden habe. Das Beste kommt halt zum Schluss, wa? So, gibt's hier nichts, was irgendwie kommentiert wird? War doch in den anderen Läden auch immer so. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Verkaufst du nur Waffen? Und wo kriege ich dann Rüstung her? Ladenangestellter mit Ritterfimmel. Seid gegrüßt, ob neu oder alt. Hier gibt es alle Arten von Waffen unter der Sonne. Überzeugt euch selbst. Alles klar. Alles klärchen, Herr Popärchen. Wow. Der will aber so einiges haben. Alter, Mithril, hast du eins an der Waffel oder was? Ey, wo soll ich denn jetzt schon Mithril aufgabeln, grasen? Keine Ahnung. Giftschwert, ne Reidenstein. Ja, größtenteils alles Welsh-Kram. Okay, der verkauft auch Rüstung. So, Leute, jetzt wird's interessant. Silberer hat er. Bastardschwert kann er. Guck ich mal bitte den Preis an. Werden wir uns trotzdem einmal kaufen. So. Das war's schon. Okay, also... Das ist ja ein Witz. Das ist ja echt ein Witz. Nur das Bastardschwert ist hier wirklich besser. Okay, also ich meine, irgendwo ist es... Oh, jetzt habe ich es vergessen zu kaufen. Irgendwo ist es ja gut. Da haben wir mehr Geld für anderes Zeug. Aber ich bin da trotzdem etwas überrascht. This feels pretty good. Yay, jetzt habe ich hier Kay nicht abgewartet. Dabei hätte sich das so schön auf mein Yay gereimt. So, Edgy, wir haben da was Neues für dich, weißt du? Ich hoffe, du freust dich. Wow, guckt euch mal den Angriffsboost an. Ein sowohl ein- als auch zweihändig führbares Schwert möchte ich aber dir noch einfach in der Handhabung. Okay, plus Schaden auf oder bei Humanoiden nehmen wir natürlich gerne mit. Ey, da fiebere ich irgendwie gefühlt stundenlang diesem Laden hier entgegen und dann kommt dabei nur sowas hier raus, ja. So, aber dann kann ich ja jetzt eigentlich alles hier voll kaufen, so wie sonst auch, ne? Bin jetzt einfach mal so frei. Ich meine, hier in dem Laden ist das ja sowieso nicht teuer. Da geht das ja noch. Dann habe ich jetzt aber erstmal keine Notwendigkeit. Warte mal, ich muss nochmal eine Sache ganz kurz gucken. Wirklich, das dauert auch nicht lange. Ich will mal ganz kurz nämlich bei den... Nee. Bei den Aufträgen schauen. Ach so, EOS, ja. Nicht, dass ich hier irgendwas... Aber nee, das mit dem Giftschwert, das habe ich ja von ihm bekommen. Und die anderen Sachen konnte ich ja auch nicht einkaufen, ne? Und da wollte ich nochmal gucken... Hat jemand den Hengstring gerade ausgerüstet? Nee. Okay, dann habe ich da wohl wirklich irgendwas verwechselt. Also, irgendwie war mir so, als hätten wir den irgendwie schon mal gesehen hier in diesem Let's Play. Aber offensichtlich habe ich da wohl etwas verwechselt. Egal, dann soll das halt so sein. Für die nächste Folge bin ich, wie gesagt, schlauer. So, jetzt weiß ich auch, wie das hier gemeint war. Wo zum Teufel... Ach, guck an, ich bin gerade in einem ganz anderen Stadtteil rausgekommen. Ja, wir haben nämlich noch nicht alles von Tartroy gesehen. Reifbeeren. Die haben wir nicht voll. Ich glaube, ich habe einige davon für irgendeine Mission abgegeben, glaube ich, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. So, na Kumpel, kannst nicht mehr stehen? Was ist mit dir kaputt? Pflichtbewusster Seemann. Schnief, es tut mir so leid. Bitte verzeiht mir. Was ist los? Ist was passiert? Er sieht wirklich deprimiert aus. Ich bezweifle, dass er in diesem Zustand irgendjemandem zuhören würde. Es war der so kostbare Anhänger meines Freundes und ich habe ihn verloren. Erinnert ihr euch, wo ihr ihn verloren habt? Habt ihr auch nur die leiseste Idee? Es passierte, als ich aufs Meer hinausfahren musste, bei stürmischem Wetter wie heute. Auf dem Meer also? Hm, vielleicht wurde er irgendwo an Land gespült. Ah ja, da haben wir Tatsache diesmal auch eine Mission, die dahinter steht. Es tut mir so leid, warum habe ich an jedem Tag bloß die Segel gesetzt? Ja, ich glaube, es ist, bringt dich nicht wirklich weiter, wenn du dich jetzt die ganze Zeit darüber grämst. Auch wenn es wahrscheinlich leichter gesagt ist als getan. So, da steht auf jeden Fall noch jemand. Kanalfährenchef. Hey, hier schifft man sich auf der Fähre in der Hastralstadt ein. Das Boot wird aber momentan gewartet. Kommt ein wenig später wieder. Okay. Ja, aber klauen kann ich nochmal eben schnell, ne? Muss sein.
Okay, die Zitrone kannst du jetzt behalten. Ich will mal nicht so sein. Aber cool, wir können ja trotzdem raufgehen. Oh, ich liebe Fähren. Aber ich liebe generell Schiffe. Also so paranoid ich auch bin, wenn es so um Flugzeuge und Busse und so geht, mag ich nämlich beides überhaupt nicht. So sehr liebe ich erstaunlicherweise Schiffe. Und hab da auch irgendwie null Angst, die daran gekoppelt ist, ja. Ganz komisch, bei den meisten ist das ja eher andersrum. Wobei, es gibt schon relativ viele Menschen, die Flugangst haben. Verdrossener Wächter. Mann, ist mir langweilig, genau aus diesem Grund wollte ich nie Wachtposten werden. Aber nein, Mutti wusste es ja wieder besser. Okay, ich will gar nicht wissen, was ich heute beruflich machen würde, wenn meine Mutter das hätte entscheiden dürfen, aber okay. So, was Neues sagt er nicht. Als Dank werden wir ihm erstmal um sein Kleingeld erleichtern. Ich meine, hey, kannst dich einfacher bewegen. Da wird jeder Schritt vielleicht ein bisschen einfacher. Ist doch gar nicht so verkehrt. Neidischer Älterer. Ich kann kaum glauben, wie riesig diese Villa ist. Die da ganz oben, meine ich. Bei all dem Reichtum müsste man meinen, dass es für uns dort eine Kleinigkeit zu holen geben müsste, oder? Nun ja, ich würde natürlich nie darum bitten. Immerhin bieten sie mir schon jeden Tag diesen wunderbaren Anblick. Okay. Ja, also der trieft nur so vor Neid und Missgunst. Gucken wir mal, was er bei sich hat. Ein Kristall. Na, wenn der mal nicht auch geklaut ist, ja. Voll die Diebstahlception hier. So, ist das hier die Villa, die er meinte? Sieht ganz danach aus. Hier ist aber noch ein Kistchen. Mit Aquabeeren. Oh, Menno. Ich mag das immer nicht, wenn ich Zeug weghauen muss. So, warte, wo haben wir die denn hier? Viermal. Eins, zwei, drei, vier. Und jedes Mal mit voll den ekligen Platschgeräuschen. So, jetzt aber. Sehr schön, vor allen Dingen der Gruppen-KP wegen. So, was macht jetzt am meisten Sinn? Ja, ich glaube, wir können uns hier mal umschauen. Und dann haben wir, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, noch ein weiteres Haus über. Wow. Das nenne ich doch mal prunkvoll. Aber sowas von. Coole Sache. So, hier gehe ich in den Raum, wo vermeintlich erstmal gar nichts drin ist. Wow, echt schön. Auch wenn ich gar nicht wüsste, was ich mit so viel Platz anfangen soll. Aber hier wird wahrscheinlich auch nicht nur eine Person leben, schätze ich mal. Wobei es gerade relativ verlassen aussieht, ne? Also dafür, dass hier so viel Platz ist. Aber gut, das ist wahrscheinlich bei Leuten, die derart wohlhabend sind, ganz normal. Aber das werden wahrscheinlich auch die Stadtoberhäupter sein hier, oder? Schätze ich mal. 12.000! Das ist nicht mal vom Spiel offiziell als Diebstahl deklariert, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen habe ich jetzt erstmal kein schlechtes Gewissen. Mm-mm. So, da haben wir aber ein Persönchen. Wer oder was bist du denn? Boshafte Frau, what? Was tut ihr hier? Was wollt ihr hier in meiner Villa? Okay. Was für ein langweiliges Leben. Ich habe Tag für Tag nichts zu tun, wenn es nur jemanden gäbe, mit dem ich die Zeit verbringen könnte. Tja, dann solltest du vielleicht erstmal nicht so boshaft sein. Sei denn, die Entwickler meinen das so ein bisschen ironisch. Ach, beim Diebstahl ist das jetzt nicht so wichtig. Da gibt es ja auch keine KP für. Lassen wir die Frau mal Frau sein. Aber gut, vielleicht ist der Typ da draußen auch nur so ein bisschen anti, weil die Leute hier so scheiße sind. Kann ich nicht beurteilen, deswegen halte ich mich aus diesem Streit mal raus. Was haben wir hier? Wir kommen auf jeden Fall rein. Haus der Königin der Erfinder. So, so. Und eine offene Truhe. Warte mal, ich will erstmal gucken, was sich hier in der geschlossenen noch verbirgt. Rezeptur 16, sehr schön. Neue Rezeptur nehme ich doch mehr als dankbar an. So, das ist mal ein echt interessantes Gebäude. Ist dies eine Himmelssphäre? Nein, das wäre beim technologischen Entwicklungsstand von Rogue unmöglich. Sieht wie eine Art Sprengstoff aus. Es wäre wohl ratsam, entsprechend Abstand zu halten. Okay. Gut, dass wir unseren Bacchus haben. Unser allwissendes Lexikon. So, warte mal. Wer oder was bist du? Jasmine, die Königin der Erfinder. Lalala. Lalalalalala, dubidu. Faszinierend. Okay. Also die singt uns nur an, aber spricht nicht mit uns oder was? Ist jetzt irgendwie auch ein Sinn oder so? Verstehe ich nicht. Ich glaube aber, wir sollten zu einem... Oh, okay. Hey, Finger weg! Ich
glaube, wir sollten zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu ihr zurückkehren. Denn ich glaube, mich zu erinnern, dass von ihr noch die ein oder andere Aufgabe ausgehen wird. Allerdings nichts, was irgendwie mit der Hauptstory zu tun hat. Deswegen ist das jetzt erstmal nicht so mega Prio 1-mäßig wichtig. Soll ja kein 100%-Run werden, wie gesagt. Aber wir wollen ja auch nichts liegen lassen. Zumindest nicht absichtlich, ne? So, das heißt, warte mal, wenn wir jetzt hier wieder lang gehen, befinden wir uns wieder an diesem Ort, jawohl. Okay, warte mal, ich muss jetzt noch mal einmal ganz kurz schauen. Entschuldigt bitte, dass ich wieder so dezent unkoordiniert bin. Wir hatten hier den Waffenladen und diesen Itemladen oder was das war. Und den habe ich ja leer gekauft. Ich muss jetzt so ein bisschen gucken, nach welcher Priorität ich jetzt mein Geld da lassen möchte. Aber die Symbole, die sind, finde ich, irgendwie auch nicht so aussagekräftig. Deswegen gehe ich jetzt nochmal hier zu dem Händler hin. Der hat ja, glaube ich, auch so ein paar verschiedene Sachen. Jawohl. Aber einiges, was auch echt ganz schön teuer ist. Okay, warte mal. Wir kaufen mal von allem erstmal die Hälfte. Wobei ich das auch voll kaufen kann, ey. Ganz ehrlich. Muss ja nicht bei allem so knauserig sein. Hier reicht jetzt erstmal das. Teuer. Aber ich kauf's mal trotzdem. Genauso die Kohlefaser. Okay, das tut ein bisschen weh. Aber egal. Ich fand, wie gesagt, die Bücher, die wir dort holen konnten, jetzt nicht so mega berauschend. Deswegen. Boah, ist aber schon ganz schön teuer. Nee, warte mal. Wir machen jetzt hier mal 5. Und hier auch 5, damit ich noch ein bisschen was über habe. Bei den Accessoires gab es auch noch das ein oder andere Teil, was ich ganz cool fand. Und zumindest die günstigen Sachen würde ich ganz gerne leer kaufen. Warte mal, was hatten wir hier nochmal? Ach, hier war, glaube ich, der Händler, der diese ganzen, das mit der Farbe und sowas alles hatte, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das ist zum Beispiel relativ günstig. Zelt ist mir irgendwie zu teuer. Also ich meine, klar, Heilsachen, hier begrenzter Platz und so, alles soweit verständlich, aber trotzdem will ich das lieber für andere Dinge ausgeben. Noch hatten wir ja nicht die Situation, dass ich wirklich notleidend war, was Heilungsmöglichkeiten anging, außer ganz am Anfang des Spiels halt. So, dann haben wir hiervon. Ich kaufe mir das jetzt alles voll. Ich weiß nicht, wann wir in die nächste Stadt kommen, aber wir werden bis dahin auf jeden Fall. Ja, ich kaufe jetzt alles voll. Wir werden auf jeden Fall noch viele Kämpfe bestreiten und das ist mir jetzt erstmal egal. So. Sehr schön. Ich habe übrigens auch unter den letzten Kommentaren immer mal wieder die Hinweise gelesen, bei den Bonustafeln mich doch mal auf diese rosanen Steinchen zum Beispiel auch zu fokussieren, um das Thema Heilung auch so ein bisschen automatisiert ablaufen zu lassen, ja. Ich glaube, das ist aber gar nicht so einfach, so eine rosa Steinchen-Bonustafel zustande zu kriegen. Müsste ich dann nochmal gucken, wie das genau funktioniert. Aber das ist halt irgendwie auch nicht so mein Spielstil. Warte, das hier muss ich voll kaufen. Das sind doch diese ganzen Items, die ich halt Nebel. Das will ich auch voll haben und die eingelegten Pflaumen auch. Okay. So. Achso, die Ekelpampe gibt es ja auch noch. Kaufe ich die jetzt auch voll und dann habe ich eh kein Geld mehr und dann bin ich zwar pleite, aber glücklich. So doof das auch klingt, aber ich habe alles, also fast alles, was ich hier haben wollte. Und der nächste große Geldsegen, der geht dann entweder in die restlichen Komponenten oder dann eben in die Bücher, die da noch ausstehen. Und ja, dann würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter, werden uns dann mal nach einem Hoppla bemühen. Und ich weiß gar nicht, ob es dann schon lohnenswert sein wird, die Bonustafel wieder zu befüllen. Muss ich mal gucken. Lasst euch einfach überraschen. Ich danke an dieser Stelle erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao!